Montag, 9. August 2021, mitten eigentlich quasi in der Covid-Zeit. Aber das Fußballcamp, das Werderberger Fußballcamp, ja, das konnte anfangen. Und der Wettergott hat es super gemeint. Es hat vorher ja immer ein bisschen geregnet, aber nein, an dem Tag war das schönste Wetter. Und für die ganze Woche war das schönste Wetter angesagt. Ja, alles war da. Kinder, Mütter, Väter, Opas, Omas und so weiter. Und da hinten seht ihr der Niki Lipuner, hier nicht als Gemeindepräsident von Grab, sondern eben quasi als Speaker tätig. Wir steigen direkt ein. Liebe Kinder, liebe Eltern, wir wollen pünktlich um 13:30 hier starten. Das Wetter ist selbstverständlich, wie wir in der Schweiz kennen, im Sommer herrlich. Und somit haben wir auch diese Woche prima Wetter. Und die Schuttiplätze sind in einem super Zustand. An dieser Stelle einen speziellen Dank an Bruno Barmet und an Cello Marti. Das Werderberger Fußballgame. Das Werderberger Fußballgame findet jeweils auf dem Buchter Schuttiplatz statt. Und zwar unter dem Patronat von 7 Vereinen. Der FC Buchs, der FC Gams, FC Grabs, FC Haag, FC Rütti, FC Sevelen und dem FC Trüppach. Das OK vom Werderberger Fußballcamp besteht aus folgenden Personen: Cornelia Gilgen, Erich Göldi, Ivan Eugster, Krugi Zürien und meine Person. Nächstes Jahr ist Jubiläumsgame, das heisst die 20. Austragung. Und wir haben uns gesagt, wir machen das noch bis und mit zum Jubiläum. Danke Thomas, er hat einen Jungtrainer, das ist der Loris Koller. Dann haben wir AC Milan mit dem Trainer Jürg Sprecher und dem Jungtrainer Noel Eugster. Jungtrainer, vielleicht kurz erklärt, das sind derjenigen, die nur mitmachen können im Camp, weil es vom Jahrgang her nicht tut, aber gleich gern würden schütteln. Und so kommt die ein bisschen beim Traineramt schnuppern. Und da meine ich, sage ich, ganz eine gute Geschichte. Gruppe 4 Juventus mit dem Michi und dem Pascal Wiederkehr als Trainer und mit dem Lars Drechsel als Jungtrainer. Gruppe 5 IB. Unser Schweizer Meister wird trainiert von Marco Thoma und Jungtrainer Leo Neckenberger. Der FC Barcelona hat es ein bisschen ringer für Pauli Kohler als Trainer, weil der Messi ja scheinbar abwandert. Und ihm begleitet als Jungtrainer der Nathan Spagnolo. Paris Saint-Germain Gruppe 7 trainiert von Norbert Jung. Und Jungtrainer passt natürlich super, vom Silvan Jung. Real Madrid wird trainiert von Frankie Lardi und Roger Becciato und der Jungtrainer Levin Gasenzer. Der FC Basel, Gruppe 9, wird von den Geschwistern Janine und Seraina Eugster trainiert und Jungtrainer Raphael Lipuner. Der FC Bayern München wird trainiert von Patrick Kästli und von Tobias Lemmler und haben als Jungtrainer den Franco Becciato. Gruppe 11 wird trainiert, Chelsea von Christoph Wick und Jungtrainer Bruce Grütter. Dann haben wir noch Manchester City, Gruppe 12. Da haben wir als Trainer Yannick Bachmann und der Noah Göldi als Jungtrainer. Und Gruppe St. Gallen, Gruppe 13, wird trainiert von Paul Künstler und Mitarbeiter von der Heilpädagogischen Schule Trüppach. In diesem Sinne kommen wir zur Gruppeneinteilung. Und darum habe ich vorher gesagt, eine Gruppeneinteilung machen wir, aber was ist denn für ein Dress?
Und jetzt bitte schnell mein Töchterchen, Adriana, vorzukommen, weil wir natürlich das Geheimnis lüften wollen, bevor einfach jeder einen Sack her springt. Und Adriana musste eine Jacke anlegen bei dem warmen Wetter und jetzt wird gelüftet. Genfarbe 2021. Darf noch mal fertig. Und wir haben gesagt, wir machen ein bisschen Pop-Express und ich hoffe, das gefällt euch. Somit kommen wir zur Gruppe 1 Dortmund. Jano Altenhölscher. Düssel Lorin. Eckenberger Sarina. Fluri Hendrik. Haltner Noah. Jung Fabian. Keller Christian. Kesseli Viktor. Channen Micha, Vedam Gioele, Vic Nicola, Wies Dario, Zanatta Jansen Luca. Dann waren wir bei Gruppe 2 Liverpool. Al-Muhammad Muhanad, Brühlmann Laurin, Hock Mark, Lehner Raphael, Liebold Friedrich, Lipuner Janik, Rinderer Elin, Rupaner Joel, Schöb Loris, Schoch Mael, Schoch Noe und Skenderi Anes. Die gehen jetzt zu den Trainern, tun die Sachen zusammen. Und selbstverständlich dürfen die Trainer, die die Gesamtmannschaft haben, mit denen in die Kabine hier schnell umziehen und nachher ganz normal auf ihren Trainingsplatz. Gruppe 3 AC Milan. Fuchs Valentin, Gantebei Loris, Gantebei Ryan, Gantebei Matteo, Halter Finn, Lehnherr Laura, Müller Miguel, Schöb Levi, Schwendener Jonin, Sutter Julian, Sutter Leandro, Duor Kahn und Fetsch Jonas. Gruppe 4, Juventus, Bocas Beni, Berger Nevio, Bischof Dario, Göldi Jonas, Gurini Luca, Haltiner Nino, Hitz Kimo, Joanna Luca, Köster Maximilian, Messier Kenny, Fetsch Christian, Di Giacomo Malik und Sokic Reinhard Iwen. Gruppe 5 IB, Barmet Zoe, Düssel Leo, Frener Julian, Jung Mika, Kohler Gian Andri, Künstler Isabel, Rinderer Jari, Schlegel Dario, Schlumpf Luan, Schmied Alessio, Schmid Luca, Toma Giano, Duor Kenan. Sind wir schon bei der Gruppe 6 Barcelona? Da haben wir B. Pascal, Bösch Levi, Eckenberger Laurin, Fasciati Nicolin, Ilic Damian, Keller Manuel, Levin Schröder Leonard, Müller Nora, Ramirez Narvarte Fabio, Seger Ava, Skenderi Emil, Channen Dominik und Zürien Thiago. Gruppe 7, Paris. Ademai Elion, Berger Timea, Bösch Lorin, Gantebei Mattia,
Göldi Julian, Hagmann Lukas, Huber Jan, Jud Ladina, Mujacic Leis, Baldino Alessandro, Sadiki Emir, Seiler Gianluca und Fetsch Dominik. Gruppe 8 Real Madrid, Bongard David, Düssel Nevio, Füllemann Joas, Göldi Silas, Hess Joel, Hilti Levin, Hock Jenny, Höft Luca, Leutzinger Mario, Leutzinger Nando, Signer Livio und Toma Lia. Gruppe 9, der FC Basel. Bryce Ray, Bryce Till, Hagmann David, Hess Louis, Kohler Marius, Lardi Valerio, Lipuner Adriana, Lipuner Sascha, Merck Gurdin, Pfeiffer Josi, Schena Nino, Schmid Matteo, Skenderi Enisa, Fetsch Fabio und Wolf Pavel. Gruppe 10 Bayern München. Bösch Severin, Bösch Luca, Gantabay Nevin, Gantabay Johann, Haltiner Alessio, Hardecker Finn, Hellemann Dominik, Hohlestein David, Hutter Fabio, Köhler Sebastian, Schneider Juri, Seitz Janik, Untersander Samuel und Wülfing Nick. Dann haben wir Gruppe 11 Chelsea. Bocage Raffi, Fischer Nico, Frener Jonas, Füllemann Nico, Gotti Enea, Gurini Franco, Hitz Len, Karim Hakim, Mujacic Ayan, Neumann Rocco, Pfeiffer Jace, Tokic Raphael, Werder Colin und Zuli Edin. Dann sind wir bereits bei den Kleinsten. Das ist Gruppe 12, Manchester City. Da hätten wir den Giger Silvan, Halter Luke, Hess Olivia, Hilti Nevio, Morales Milo, Thomas Milla, Fetsch Levin. Und dann sind wir noch bei der Gruppe 13, FC St. Gallen. Da haben wir Berisha Aris, Brucker Loris, Gomba Nele, Dalipi Edmond, Hohlestein Levin, Ninghetto Alessandra, Roduner Fabio, Rupp Timon und Skodra John. Nicht hoffe ich, es sagen nur zu viele, die sitzen. Wo bist du? Raffi, kann ich bitte zu Bayern? Wie heisst du? Raphael Baukar. Raffi? Ja. Bei Chelsea, Gruppe 11. Super. In diesem Sinne hat glaube ich, kein Kind, das nicht einen Platz gefunden hat. In der Zwischenzeit sind Trainer mit ihnen umzuziehen. Und jetzt geht es eigentlich ein paar Minuten und dann geht es hier auf dem Schuttiplatz los. Wenn ihr Lust habt, liebe Eltern, dürft ihr gerne zuschauen und sonst bitte gerne um 4 Uhr pünktlich Kind wieder jeweils abholen. Danke vielmals. Ganz eine gute Fußballwoche. Niki, seit wann gibt es das Camp jetzt überhaupt? Also das ist die 19. Durchführung, die ist. Wir haben im Jahr 2000 das erste Mal, glaube ich, das Camp gesehen.
Und heisst Swedenberg und glaube seit 2014 ist Grabs auch dabei, gell? Vorher glaube ich nicht. He? Ja, Grabs hat in der Zeit selber mal ein Camp gehabt. Und da ist Swedenberger Fußballcamp ist im Jahr 2000 eben vom René Tinner mit seinen Kollegen aufgeleistet worden, mit seinem OK. Und dort hat man dann, weil Grabs hier nicht dabei war, hat dann Rütti dazugekommen. Und darum sind heute 7 Fußballclubs, die das Patronat dahinter haben. Und eine riesige Begeisterung, gell? Wahnsinnig viele Kinder, gell? Du hast gesagt, 20 weniger als eben vor Corona. Aber trotzdem, also unheimlich Erfolg, oder? Also wir sind natürlich extrem zufrieden, dass wir jetzt nach einer Jahr Pause wieder 166 Kinder die Freude machen können. Und ich meine, mit einem Inserat in der Zeitung ist das ein riesiger Erfolg, ja. Früher hat es etwa mal so ein bekannte Gesichter gegeben, der Jeli zum Beispiel und so weiter und so fort. Das ist jetzt das ja nicht, oder? Also wir sind natürlich dran, aber es ist effektiv schwierig. Der FC St. Gallen hat uns leider müssen absagen, weil die Fußballliga hat Corona-Massnahmen verstärkt und somit dürfen weder Profis noch von der Staff eigentlich bei uns ins Game mitkommen. Wir sind immer eigentlich sehr positiv. St. Gallen, der uns gegenüber ist, wo der Matthias Hüppi, Präsident, schon da war. Dafür hat er uns Liebling geschickt mit allen Unterschriften vom FC St. Gallen, die wir dann unter den Kindern verlosen. Und selbst haben wir gleichzeitig haben wir dort ein Liebling von IB, vom Schweizer Meister, mit allen Unterschriften. Und die tun wir unter den Kindern verlosen, weil heuer extrem schwierig ist, um irgendeine prominente Persönlichkeit herzubringen. Einfach mal unter uns, Niki. Also beim FC St. Gallen ist einer gekommen mit einem Messi-Liebli, Barcelona. Jetzt weiss man, der Messi ist bei Barcelona nicht mehr. Wo er genau hergeht, weiss man nicht. Aber auch der Schüler, der ist jetzt zum FC St. Gallen gegangen. Also, der ist ausgeschlossen, gell? Zum FC St. Gallen kommt er nicht. Das wissen wir nicht. Also wäre natürlich schön, wenn der Messi in der Schweiz landete. Aber ich denke, es ist doch ein bisschen zu viel Humor dahinter. Aber über das Fußballgame, da muss man klar sein, wenn man vorbeigeht, ist wirklich für jede Überraschung gut. Da lohnt sich in dieser Woche mal vorbeizuschauen, oder? Also es ist unbestritten, weil wir machen das seit dem Jahr 2000, wie ich gesagt habe. Und das Game kostet pro Kind 200 Franken. Und die sind eine Woche lang betreut. Und betreut heisst, sie haben zu 9 Uhr, zu Mittag und zu Abend, wo sie immer etwas zu haben, zu trinken kriegen. Gleichzeitig haben sie einen eigenen Stress mit dem Namen, mit ihrer Lieblingsnummer hinten drauf, mit den entsprechenden Hosen, mit den Stulpen. Sie kriegen einen Rucksack, einen Ball, Trinkflaschen, ein Hütchen. Sie haben so viele Sachen, die sie kriegen. Und das ist immer noch der gleiche Betrag wie seinerzeit im Jahr 2000. Und eine letzte Frage. All die, die mithelfen, inklusive du, die meisten mehr oder weniger gratis, oder? Als gratis. Sie kriegen eine kleine Geste über, von uns, vom OKA, von denen, wo sie etwas kleines dann kommen, bei der Buchs kommen, einkaufen. Also es sind Gutscheine von Wirtschaft Buchs, wo wir ihnen geben können, als kleine Geste, dass sie wirklich frei machen. Und das ist wirklich freiwillig und eine tolle Geschichte. Wir haben fast 60 Leute jedes Jahr, die freiwillig in irgendeinem Engagement dabei sind. Und jetzt sind 160 Kinder alle im gleichen Dress, gell? Im gleichen Dress. Wie sind jetzt hier auf das Grün gekommen? Da haben wir im OK, haben wir wieder gesagt, so hat die Mama da. Und dann ist das schon dabei, das Dress ist für jeden Schüler, bei 200 Franken dabei in dem ja. Fall. He? Wahnsinn. Ja gut, ist jetzt am Montag, Nachmittag, um 2 Uhr, gell? Super Organisation, hat alles geklappt, jetzt geht es dann los. Sacke für den Fußball. Und ich bin überzeugt, geht euch einfach vorbei mal zu Buchs auf dem Fußballplatz, wo sich die Werdenberger begeisterte Fußballjugend trifft. Man muss nicht Fan sein von Fußball, sondern man muss einfach mal zuschauen, was die Kinder für eine Freude haben, hier in der letzten Ferienwoche eben sich mit Fußball zu beschäftigen. Es ist ein sozialer Anlass. Geht einfach vorbei, auch nicht Fußball begeistert, werden sicher begeistert sein ab dem Enthusiasmus dieser Kinder.